Schwester noch ganz klein und hat sie eben den Strasser genommen, die Mitzi. War zweite Wahl, aber ist gut ausgegangen. Ich habe halt Angst, dass sie dem Mädel wehtun. Ach. Und es ist nicht möglich, dass sie mir wehtut. Doch, aber sie stehen mir halt nicht so nahe. Ja klar, meine Mutter haben sie ja nicht geliebt. Es wäre auch schwer möglich gewesen. Die Hanni ist ein liebes Mädel. Jung und frisch. Doch eines hat mich geärgert. Ich habe sie nicht einmal geküsst. Das gibt's nicht. Doch. Zuerst haben sie ununterbrochen gestört und dann war die Stimmung weg. Und die Salbe, sagen Sie, haben Sie mich noch in letzter Liebe gesehen? Ja, ja, wo Sie den Kapellmeister spielen. Ja, ich war 16, wissen Sie noch. Wo ich dem Mädel erkläre, liebes Kind, das hat gar keinen Sinn. Wir dürfen einander nicht lieben. Mein Gott, kann ich mich damals blöd vor. Aber die Leute, die haben geweint. Sogar die über ihr Tür. Meine Schwester ist zerflossen. Hm? Mhm. Und diese Szene spiele ich jetzt noch einmal. Wieso? Mit Hanni als Partnerin und Ihnen als Zuschauer. Heute Mittag reise ich ab. Und so bald kriegt ihr mich hier nicht wieder zu Gesicht. Aber Herr Direktor, so nah ist Ihnen die Geschichte doch nicht gegangen. Oh, Gott sei Dank. Ja, nur einmal, da ist mir eiskalt über den Rücken gelaufen. Wann denn? Wo ich angenommen habe, dass die Hanni ihre Tochter ist. Na? Sie als Schwiegervater, why? Hätte ich nie überstanden. Nicht da. Die wird im Badezimmer sein. Aha, ich schau nach. Ja. Herr Huber. Ja? Wisst mal, das hat sie geschrieben. Dank für die schönen Stunden und adieu. Es ist besser so, Hanni. Die war gescheiter als wir zwei. Jetzt kann ich die Szene mit Ihnen spielen. Was für Szene? Die letzte Liebe. Na ja, geh mal. Na, wie war die Manon? Da lesen Sie selbst. Eine Katastrophe für mich. Aber mir Frau Kritiken. Nein, nein, diesmal stimmt's leider, Herr Huber. Wieso? Ich war überhaupt nicht bei Stimme. Das hat mich so entsetzlich nervös gemacht, dass ich zweimal falsch war, nicht wahr? Vom Schauspielerischen gar nicht zu reden. Aber mir Frau, sowas kann ja passieren. Das wird nicht mehr passieren. Wieso? Es war ein Unsinn, nach so langer Zeit wieder anzufangen. Und noch dazu in Wien. Aber mir Frau, das schaut morgen ganz anders aus. Nie mehr. Ich hätte mich gar nicht das antun sollen. Jetzt bin ich fertig mit den Nerven, völlig fertig. Ich muss mich erholen. Irgendwo in einem kleinen Nest. In einem Kurort vielleicht. Ja, Frau, da hätte ich eine Idee. Herr Huber, Telefon, dringend. Wer ist es denn? Die Polizei. Ah, Polizei, da muss ich gehen. Bitte, Frau, gehen Sie aber nicht weg. Wir sprechen uns noch. Herr Huber, na endlich. Sie, wir haben da einen Arrestanten, einen gewissen Kerzel. Malermeister, ja. Kunstmaler, näher von mir aus. Also, der hat nach dem Opernball randaliert und jetzt haben wir ihn da. Er besteht darauf, dass Sie ihn abholen. Warum, weiß ich nicht. Ich kenne sie ja nicht. Was, erst Nachmittag? Ja gut, aber bitte nicht später als 16 Uhr. Da muss er auf jeden Fall hier raus, egal ob er transportfähig ist oder nicht. So, Frau, da bin ich wieder. Ist es Ihnen ernst mit der Abreise? So rasch wie möglich. Na, heute wäre günstig. Wieso? Weil, ich weiß gar nicht, ob da jeden Tag ein Zug geht. Bad Einsiedl, ist Ihnen das bekannt? Nein, aber es klingt verlockend. Ja, also sehr schöne Gegend, ein hübsches Hotel und ein sehr wirksames Heilwasser. Was heilt das? Das heilt alles, alles. Auch für den Hals sehr gut, für die Stimme. Mir ist die Hauptsache, dass ich Ruhe habe und allein bin. Ja, wer weiß, mir Frau, das sind große Güter in der Nähe mit vornehmen Gutsherren. Sie fahren über Linz, Freistadt. Um 16.54 Uhr geht der Zug. Ja, Ingrid! Ja, was machst du denn da? Was man so auf einem Bahnhof macht. Ich reise ab. Guten
Tage, Brian. Ach, Entschuldigung, guten Tag. Ja, ich bin so überrascht. Angenehm natürlich. Wo fährst du denn hin? Nach Bad Einsiedel. Bad Einsiedel? Das ist ja in meiner Nähe. Wie kommst du ausgerechnet auf Bad Einsiedel? Ja, der Huber hat mir es empfohlen. Der Huber? Meine Manon ist nämlich daneben gegangen. Ja, ich hab's gelesen. Du warst gescheit. Du hast rechtzeitig aufgehört. Hast du schon einen Platz? Nein, aber wir reisen doch zusammen. Ja, gern. Aber ich mach dich aufmerksam. Ich bin sehr traurig. Ja, ich auch. Das wird eine gemütliche Reise.